Sarah Nero notiert die Endziffern der Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos. Sie erstellt folgende Tabelle. Wie groß ist die relative Häufigkeit des Ergebnisses x gleich 5? Gut, reicht. So. Wie könnte denn eine Frage lauten, die man zu der Aufgabe stellt? Ja? Das ist keine gute Frage. Zu wenig, ja? Wie fängt man an? Wird nicht besser. Wie man anfängt oder wie man vorgeht, steht im Konzept. Im Konzept steht Folgendes drin, Unterstreichen von Signalwörtern. Wie lautet das Signalwort in diesem Text? Letzte Reihe. Endziffer. Nein, das Signalwort. Zweite Reihe. Häufigkeit. Relative Häufigkeit. Das ist das Signalwort. So, und jetzt sind wir so weit und jetzt kann man eventuell eine Frage stellen oder aber auch nicht. Letzte Reihe. Was ist die relative? Genau, das ist die einzige Frage, die ich hier in der Situation in gewisser Weise akzeptieren muss oder kann. Was ist da eine relative Häufigkeit? Das ist die Frage. Wer kann mir erklären, was eine relative Häufigkeit ist? Ja? Bei dem Zusammenhang zu den anderen Zahlen steht. Ja, man hat also irgendwie, ich mache mal so ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt hier, was weiß ich, 1, 2, 3, 3 weiße, oder sie sind eigentlich ja nur mit weißem Rahmen, aber ist egal, 3 weiße Punkte und 5 blaue Punkte. Und jetzt überlegen wir uns, was ist die relative Häufigkeit der weißen Punkte. Bitte vorsetzen. Ja. 3 Achtel. So, wie bist du, ist richtig? Also die relative Häufigkeit der weißen Punkte ist 3 Achtel, aber die Frage ist, warum? Ja. Weil es sind 8 Punkte und 3 davon sind weiß. So ist es. Wie ist die relative Häufigkeit der blauen Punkte? Ja. 5 Achtel sind. Wie kommt man da drauf? Ja? Weil es 8 Punkte sind und 5 davon sind blau. So, und jetzt wollen wir die relative Häufigkeit der Zahl 5 wissen. Das schreibt man, die relative Häufigkeit der Zahl 5, schreibt man als P von x gleich 5. Überlegt euch, wie rechnen wir die relative Häufigkeit der 5? P von x gleich 5. Also wer jetzt 15 raus hat, der ist gar nicht so falsch, weil 15 ist die absolute Häufigkeit. Hier ist die absolute Häufigkeit von weiß 3 und von blau 5. Aber eine relative Häufigkeit war ja was anderes. Da brauchen wir noch einen Wert, den wir gar nicht haben. So, welchen Wert brauchen wir für die relative Häufigkeit? Welchen Wert brauchen wir da? Erste Reihe. Die 150. Das kann man besser ausdrücken. Das ist mir zu wenig metamäßig, ja? 15 durch die Anzahl der... Genau, wir müssen zählen, wie viele Autos haben wir denn insgesamt gehabt. 10 plus 18 plus 15 plus 17 plus 14 plus 15 plus 16 plus 20 plus 13 plus 12. Also 10 plus 18, ganz, ganz viele bis plus 12. Die müssen wir alle zusammenzählen. Was kam da raus? Ja? 150. Also das heißt, wir haben insgesamt 150 Autos. So, wie groß ist jetzt die relative Häufigkeit der 5, ja? 150. Genau das. Das ist die relative Häufigkeit der 5 und das, die Freaks unter euch, die kürzen das, das ist dann ein Zehntel. Also wie gesagt, das ist die relative Häufigkeit der 5. Gut, die nächste bitte vorlesen. X kleiner als 5. So, erstmal notieren wir das Ganze als Term, ohne dass wir es ausrechnen. Wie lautet die Lösung als Term? Also relative Häufigkeit der Autos mit Endziffer kleiner 5, ja? 10 plus 18 plus 15 plus 17 plus 14. 15 plus 17. Plus 14. Gehört die 15 hier hinten auch mit dazu? Nein, das ist ja kleiner als 5 und nicht kleiner gleich. Mhm. Und dann fehlt noch was im Nenner. Ja? Genau, die 150. So, hat irgendjemand ausgerechnet, wie groß das ist? Ja? 74, 150. So, und das kann man irgendwie nicht mehr kürzen. Das war die 1, das ist die 2, die 3 bitte. X kleiner ungleich 5. Kleiner ungleich? Kleiner gleich 5. Kleiner gleich 5? Steht es da? Ja? Ich wollte noch mal sagen, das kann man kürzen. Von 70, 150 kann man auf 37, 75 Ja, aber nicht
Stolle. Von mir aus schon erledigt. So, ist X Skala gleich 5? Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe die Aufgabe gemacht? Bestimmt. So, X Skala gleich 5, ja? 10 plus 18 plus 15 plus 17 plus 14 plus 15. Durch 150 und da kommt raus. Ja? 89,50. Wie hätte man das eventuell einfacher rechnen können, außer über diesen Term? Ja? Hey, man könnte einfach bei der 74,15 das finden. Genau, also einfach von hier nach hier plus 15 im Zähler machen, hätten wir auch rausgekriegt, wäre auch gegangen. Die nächste bitte vorlesen. 4 kleiner als x. Nee, das heißt? 4 ist kleiner als x, ist kleiner als 8. Das gehört damit dazu. Also eine Endziffer zwischen 4 und 8. Also 4 darf es nimmer sein und 8 darf es auch nimmer sein. Eine Endziffer zwischen 4 und 8. 50. Die zweite Reihe? Egal. Also dann laut vierte Reihe. 50. Zu wenig, aber richtig. Da fehlt nämlich noch eine Kleinigkeit. 50. So, und dann gibt es die Freaks, die das schon zusammengerechnet haben, ja? 51. Und dann gibt es die Freaks, die das schon gekürzt haben. Also ich bin kein Anhänger unbedingt des Kürzens, aber viele, viele möchten das ja. In der Wahrscheinlichkeitstheorie kürze ich aber nicht gerne. Warum? Schauen wir uns mal diese Zahl an und die Zahl. Warum kürze ich die Zahl nicht gerne? Ja? Da kann man mehr draus lesen. Was kann ich denn hier draus lesen? Zweite Reihe. Man kann das Verhältnis von der Einzahl zu der Gesamtzahl besser sehen. Also das kann ich hier auch, das Verhältnis sehe ich auch, aber... Man sieht, dass das halt 150 ist. Genau, ich sehe, es waren 150 Autos, das sehe ich hier nicht, hier denke ich, sind 10. Ja? Man sieht auch, dass es 15 Autos waren und nicht 1. Genau, man erkennt eben die Zahlen der Tabelle hier wieder. Deswegen kürze ich eigentlich selten, ja? Also unten ist es gekürzt, 17, 50, 40. Vielen Dank. Aber wie gesagt, das mit dem Kürzen, also ich werde sehr oft aufs Kürzen in der Wahrscheinlichkeitstheorie verzichten, weil ich da bestimmte Sachen erkenne. So, und dann haben wir noch eine, die heißt P von x größer 5. Was kommt daraus? Ja? 16 plus 20 plus 13 plus 12 durch 150. Hat das jemand schon zusammengerechnet? Letzte Reihe? 61. Und wir lassen das so. So, das sind sogenannte relative Häufigkeiten. Und eine relative Häufigkeit bekommt jetzt einen neuen Namen. Das ist die Aufgabe C. Die Aufgabe C bitte vorlesen. Die Wahrscheinlichkeit WK eines Ergebnisses ist definiert als dessen relative Häufigkeit oder als Zahl der G Ergebnisse D, D Anzahl der M Ergebnisse. So, Anzahl der, und da schreibe ich immer günstige hin. Anzahl der günstige durch Anzahl der möglichen Ergebnisse. Also Anzahl der günstige durch Anzahl der mögliche. Anzahl der günstige durch Anzahl der mögliche. Das ist so die Idee. Das nochmal bitte vorlesen. Die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses ist definiert als dessen relative Häufigkeit oder als Anzahl der günstigen Ergebnisse. Dividiert durch Anzahl der möglichen Ergebnisse. Genau. Also das ist die Idee, Wahrscheinlichkeit, Anzahl der Günstige durch Anzahl der Mögliche. Ich glaube, das bekommt auch einen Namen. Soweit ich weiß, bekommt es den Namen Laplace-Experiment. Das bekommt den Namen Laplace-Experiment. Anzahl der Günstige durch Anzahl der Mögliche. Alle sind irgendwie gleich, das Gleichverteilung, ja, nennt man das auch. Und Laplace ist irgendein französischer Mathematiker, der vermutlich sehr viel zum Thema Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht hat. Und deswegen ehrt man ihn, dass man das nach ihm benennt. Ja, ich benenne manche Sachen auch nach mir, aber das ist keine Frage der Ehre, sondern nur eine Frage, wer dafür verantwortlich ist. Vielleicht ist er auch dafür verantwortlich. Gut, Fragen zur Aufgabe.